Moin Leute, E-Auto-Batterien sind technisch gesehen kleine Wunderwerke der Ingenieurskunst und es steckt viel, viel mehr darin als nur der blanke Akku. Oftmals werden E-Auto-Batterien viel zu früh ausgetauscht, zum Ärger für unsere Umwelt und natürlich auch für den stolzen E-Auto-Besitzer. Wie kann man das besser und schlauer machen? Damit befassen sich unglaublich viele Forscher an deutschen Unis und einer davon ist Simon, ein Student des Karlsruher Instituts für Technologie, kurz KIT, der sich genau mit diesem Thema in seiner Masterarbeit beschäftigt und der mir einige Fragen zu diesem Thema beantwortet hat. Heute zeige ich euch also, wie unfassbar ausgeklügelt E-Auto-Batterien im Inneren sind, warum es so schwer ist, diese zu recyceln bzw. zu reparieren und wie ihr dem jungen Forscher bei seiner Arbeit helfen könnt, denn er ist auf eure Erfahrung und Meinung angewiesen. Schauen wir uns also als erstes mal an, wie so eine E-Auto-Batterie überhaupt aufgebaut ist. Hier links seht ihr den Aufbau einer typischen E-Auto-Batterie. Und wer denkt, dass diese eigentlich nur aus den Akkus besteht, der irrt sich gewaltig. Denn hierbei handelt es sich um ausgeklügelte Systeme. Also die Batterien bestehen im Wesentlichen aus der Kühlung, den Batteriemodulen, dem BMS und der Hülle. Die Kühlung ist extrem wichtig, um die Akkus im Inneren auf ihrer Wohlfühltemperatur zu halten. Und das hat nicht nur den Grund, diese vor Überhitzung und damit vor einem Thermal Runaway, also dem unkontrollierten Brennen, zu schützen, sondern das erhöht in vielen Fällen auch die Lebensdauer der Zellen enorm. Falls euch das Thema Kühlung noch viel mehr interessiert, dann schaut euch hier unten diese Quellen an, denn da steht noch eine ganze Menge mehr dazu und es ist wahnsinnig spannend. Wir können auch gerne noch eine Folge darüber drehen. Wenn es euch interessiert, dann schreibt unten in den Kommentar rein. Hier seht ihr die Lebensdauer von typischen Lithium-Eisenphosphat-Batterien, einmal für 25 Grad Celsius und einmal für 45 Grad Celsius. Und ihr seht, die Lebensdauer sinkt bei der höheren Temperatur auf fast die Hälfte runter. Das BMS sorgt dafür, dass die Batterien nicht überladen werden können und überwacht auch die Temperaturen der einzelnen Module. Also falls irgendwas nicht stimmt, wird sofort alles getrennt oder die Leistung reguliert. Und jetzt kommen wir direkt zum Aufbau des Akkus selbst. Der gesamte Akku besteht im Prinzip aus Modulen. Diese Module haben eine nominale Spannung von ca. 3 bis 4 Volt. Das ist abhängig von der jeweilig verwendeten Zellchemie. Für Lithium-Eisenphosphat beispielsweise 3,2 Volt und für NMC beispielsweise liegen wir bei ca. 3,6 Volt. Diese werden dann in Serie geschaltet, um damit dann die Spannung auf ein gewünschtes Maß zu erhöhen. Okay, gehen wir eine Stufe tiefer und schauen uns das Modul jetzt mal im Inneren an. Da seht ihr, da sind ganz viele kleine Zellen, welche dann alle parallel geschaltet sind. Und durch die Parallelschaltung erhöhe ich die Kapazität des gesamten Akkus. Also Serie heißt mehr Spannung, parallel heißt mehr Kapazität. Und ich mache in der Regel immer beides. Und um die Zellen im Inneren, die ihr da seht, und um deren Alterung geht es hier und heute. Okay, alte E-Auto-Akkus, wie viele sind das überhaupt und was macht man damit? Ja? Oder welche Möglichkeiten haben wir denn da so? Und fangen wir erstmal an, damit zu schauen, um wie viele Akkus wird es denn vermutlich gehen. Laut dieser Quelle, das ist eine Kooperation aus verschiedenen europäischen Universitäten, geht man im Moment von ca. 50.000 Akkus im Jahr aus, ja, also 2020. Und jetzt haltet euch fest, die Schätzung ist im Jahre 2035 bei 150 Millionen, also maximal natürlich. Aber man sieht, wir sprechen hier von einem wirklich, wirklich großen Problem. Und welche Möglichkeiten haben wir jetzt genau mit diesen Akkus umzugehen? Ja? Soweit mir bekannt sind es genau drei Möglichkeiten. Das ist zum einen das sogenannte Remanufacturing, das Recycling und Second Life. Und das Grundprinzip ist eigentlich nicht so wahnsinnig kompliziert. Remanufacturing bedeutet im Prinzip, ich tausche defekte Module bzw. Zellen im Akku aus und kann das Teil, also den gesamten Akku, dann in einem E-Auto weiter benutzen. Also ich repariere den Akku sozusagen. Sodass man am Ende einen fast neuwertigen Zustand erreicht, da die alten Zellen, die dort enthalten sind, natürlich auch alle getestet werden. Und wenn die Qualität nicht ausreichend ist, würden diese auch ausgetauscht werden. Beim Recycling versucht man, die in den Zellen vorhandenen Rohstoffe wiederzugewinnen, also zum Beispiel die enthaltenen Metalle wie Nickel, Mangan, Kobalt oder auch Lithium. Technisch können wir das relativ gut und Recycler wie Umicore oder Düsenfeld sind hier tatsächlich auch technisch relativ weit vorne. Allerdings rentiert es sich oft wirtschaftlich noch nicht, ins Recycling zu gehen, da es oft günstiger ist, zumindest momentan noch, die Materialien neu zu kaufen. Also hier wäre tatsächlich die Politik mit ordentlichen Quoten auch einfach gefragt und das würde auch helfen und hat ja auch in der Vergangenheit bereits funktioniert.
Second Life. Beim Second Life würde man die gebrauchten Akkus testen und zum Beispiel intakte Module oder komplette intakte Akkus, falls sie noch eine gewisse Restkapazität haben und sonst auch keine Auffälligkeiten vorweisen, für zum Beispiel PV-Stromspeicher einsetzen. Und das ist auch genau das, was wir hier, und also ihr und ich in unserer Community hier tun. Wir nutzen alte Lithium-Akkus aus zum Beispiel Notebooks oder E-Bikes, um uns PV-Speicher aufzubauen. In Leipzig zum Beispiel gibt es bereits einen solchen großen Second-Life-Speicher von BMW, der aus 700 zusammengeschalteten Akkus des i3 besteht. Alte und neue Akkus werden dabei gemischt eingesetzt. In diesem Großspeicher wird der am Werk von BMW erzeugte Solar- und Windstrom gespeichert und kann dann für die Produktion genutzt werden. Also echt cool, oder? Das finde ich wirklich Hut ab, tolle Sache, also gut gemacht auf jeden Fall. Jetzt die große Frage natürlich, lohnt sich das? Also ich als Mensch, der bereits so an die 6000 Lithium-Akkus in den Händen hatte und diese getestet hat, kann euch sagen, ja und wie. Die Teile altern einfach nicht gleichmäßig und deswegen ist der Großteil oftmals auch fast noch neuwertig. Schauen wir uns dazu mal eine Studie der RWTH Aachen an. Hier wurden zum Beispiel 196 Zellen aus einem alten Akku der Deutschen Post getestet. Mit dem Ergebnis, 89% der Zellen sind wiederverwendbar und zwar richtig gut, also die sind fast neuwertig. Und meine persönlichen Ergebnisse und auch die meiner DIY-Kollegen, die ich kenne, decken sich damit und zwar 100%ig. Meine persönliche Erfahrung geht sogar noch weiter. 50% der Zellen, die ich teste, haben fast noch Nominalkapazität, die sind also praktisch neu. Also das finde ich schon heftig, dass man sowas dann direkt ins Recycling gibt. Das darf man eigentlich nicht tun. Denn das kostet Energie und davon haben wir halt einfach noch lange nicht genug und die Rohstoffe werden also beim Recycling auch nicht hundertprozentig regeneriert, sondern man kriegt immer nur einen Teil zurück. Das heißt, einen gewissen Teil verliere ich halt auch einfach immer. Das heißt, ich muss solche Akkus eigentlich so lange nutzen wie möglich. Das macht absolut Sinn und ich denke, das leuchtet auch jeden von euch ein. Hier seht ihr noch ein Bild der RWTH Aachen und zwar könnt ihr hier erkennen, dass die Wahrscheinlichkeit für die Alterung einer einzelnen Zelle bei einer langen Lebensdauer eines solchen kompletten Moduls viel, viel höher ist als die Wahrscheinlichkeit für eine gleichmäßige Alterung. Was bedeutet das jetzt? Alles weist darauf hin, dass ein Ausfall einer gesamten E-Auto-Batterie meistens nur an einzelnen Zellen liegt. Also das muss man sich halt klar machen und das konnte man hier auch mathematisch quasi nachweisen. Und das liegt daran, dass keine Zelle bei Produktion komplett identisch ist und natürlich auch leicht unterschiedliche Widerstände aufweist, unterschiedliche Qualität und natürlich auch noch ganz unter anderen Umweltbedingungen ausgesetzt ist, wie beispielsweise unterschiedlichen Temperaturen. Und das lässt sich natürlich auch nicht verhindern. Und es ist auch so, dass das im Laufe der Lebensdauer dieses Problem auch immer stärker aufwiegt. Das heißt, es wird auch immer wahrscheinlicher, dass sowas passiert. Okay, welche Strategie ist denn jetzt eigentlich die beste von diesen dreien? Wiederholen wir nochmal kurz. Recycling, wir wollen die Rohstoffe aus den alten Zellen wieder gewinnen. Es gibt noch Remanufacturing, also alte E-Auto-Batterien sozusagen reparieren. Und das Second Life, wir nehmen alte E-Auto-Batterien beispielsweise und verwenden diese in großen Stromspeichern weiter, als Beispiel nur. Ich glaube, dass man grundsätzlich sagen kann, bevor die alten Batterien auseinandergenommen und ins Recycling gehen, sollte man versuchen, die so lange wie nur irgend möglich zu nutzen. Also Remanufacturing und Second Life würde ich dem Recycling erstmal vorziehen, denn man nutzt so den Großteil der Zellen, des Gehäuses, der Elektronik, so lange, wie es die Sicherheit zulässt. Und das verbraucht zum einen weniger Material und Energie, als die Teile direkt ins Recycling zu geben. Und ich denke, das ist für euch wahrscheinlich relativ einleuchtend. Also ich denke, das versteht auch jeder irgendwie ganz gut. Wann Remanufacturing oder Second Life der bessere Ansatz ist, hängt von wahnsinnig vielen Faktoren ab und ist momentan tatsächlich Gegenstand aktueller Forschung. Und über einen sehr wichtigen Punkt dieser Forschung möchte ich jetzt mit euch sprechen. Es ist nämlich die große Frage, wären E-Autofahrer überhaupt bereit, einen aufbereiteten Akku zu benutzen? Denn von dieser Frage hängt natürlich unfassbar viel ab. Insbesondere, unter welchen Bedingungen würden E-Autofahrer einen aufbereiteten Akku einem neuen überhaupt vorziehen? Denn wenn es von den Menschen nicht akzeptiert wird oder nicht benutzt wird, dann bringt es unterm Strich überhaupt nichts.
Ja, und mit dieser Frage beschäftigt sich Simon, ein Masterand des Karlsruher Instituts für Technologie, eine der Elite-Universitäten in Deutschland. Er macht eine Online-Umfrage, an der ihr auch teilnehmen könnt und auch bitte sollt, wenn ihr die Zeit dafür habt. Es kostet 5 Minuten. Nehmt euch bitte die 5 Minuten und helft mit. Der Link ist unten in der Beschreibung. Die Fragestellung ist relativ gut zu verstehen. Und zwar geht es darum, unter welcher Kombination von Restlebensdauer, von Kosten und von Umweltverträglichkeit würdest du einen aufbereiteten Akku, einem neuen, vorziehen? Also welche Punkte sind für die meisten Leute die wichtigsten? Ja? Je nachdem kann man versuchen, die Anlagen und die Prozesse, die dafür nötig sind, in die von der Bevölkerung gewünschte Richtung zu treiben. Also diese Umfrage wird wahrscheinlich auch helfen, das Ganze in eine richtige Richtung zu treiben. Ja? Ihr seht schon, ich konnte heute wirklich nur einen ganz kleinen Teil dieses gesamten E-Akku-Kreislauf-Problems darstellen. Aber ich hoffe, dass es euch geholfen hat, die Problematik ein bisschen besser zu verstehen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und natürlich vielen, vielen Dank an Simon für seine Hilfe und die gemeinsame Recherche. Ich habe viel gelernt und hoffe, dass dieses Video dir hilft, viele Leute für deine Studie zu gewinnen. Also bitte macht fleißig mit und helft ihm. Der Link steht, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, supportet meinen Kanal mit einem Abo und einem Like. Ich freue mich sehr darüber. Also macht's gut. Ciao.